Landratsamt Ulm, Führerscheinstelle. Mein Name ist Schneireiter. Guten Tag. Herr Bock, es geht auch um Ihren Führerschein. Mhm. Sie müssen jetzt praktisch nur noch eine kleine Praxisprüfung mit ein paar Fangfragen bestehen. Mhm. Dann kriegen Sie den Schein wieder. Ja. Ja. Die Praxisprüfung findet statt am Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld. Ja. Und wenn Sie die bestehen, dann kriegen Sie sofort den Führerschein ausgehändigt. Mhm. Ja, da müssen Sie am Freitag um 9 Uhr mit Ihrem eigenen PKW nach Ulm kommen. Ja. Nach Ludwigsfeld raus auf den Verkehr. Ah ja, das weiß ich, ja klar, das weiß ich, wo der ist. Ja. Mhm. Und für diese eine Fahrt von Langenau nach Neu-Ulm, dann kriegen Sie eine telefonische Sondergenehmigung. Ja. Ja, steht in Ordnung. Mhm, das ist in Ordnung. Ja, dann sehen wir uns am Freitag um 9 Uhr. Okay, ich bedanke mich. Ja, tut mir leid, Herr Bock, aber jetzt sind Sie durchgefallen. Weil das war jetzt schon die Praxisprüfung mit der Fangfrage. Ich kann mir denken, warum wechseln, dass ich mit meinem eigenen PKW da sein muss. Genau. Ja, aber da würde ich nicht selber fahren. Da wird meine Mutter oder mein Vater fahren. Ja, aber es gibt doch keine telefonische Sondergenehmigung. Mhm. Ja, ich habe mir gerade bisschen das, eine telefonische Sondergenehmigung. Mhm. Ja, das hätte sie früher merken müssen, Herr Bock. Mhm. Das tut mir jetzt leid. Ja. Ja, weil ich könnte ja sonst wer sein. Ja, klar. Zum Beispiel der Mann vom Radio da, der Telefoncheck. Oh, nee. Jeden Morgen neu, um kurz nach 6:30, der Radio 7 Telefoncheck. Ich habe mir sowas ähnliches schon, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir sowas ähnliches gerade gedacht. Ja. Aber die Stimme kam mir immer irgendwie bekannt vor. Ja, da muss man halt immer auf.